Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Crusader Kings 3. Und ja, die Erziehung mit den Kindern läuft wohl nicht besonders gut. Hier sind vier von seinen Kindern, sind nicht alle. Wir haben tatsächlich noch mehr Kinder. Und vermutlich merkt er, dass es ihm nicht ganz so gut läuft. Seine Kinder laufen tatsächlich in sehr schräge Richtungen. Teilweise die eine ist Hexe geworden, das ist die älteste, die wir hier sehen. Aber auch sein Sohn, sein Erbe, der im Hintergrund steht, ist nicht wirklich gut ausgebildet worden. Also gut ausgebildet sind im Sonnen. Seine Eigenschaften sind nicht gerade vorzeighaft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er sich hier gerne am Trinken ist. Er ist ja auch zwischendurch fett geworden, hat aber abgenommen. Er ist gerade eben nicht wieder fettleibig, aber wird wahrscheinlich bald wieder fettleibig werden. Sollten wir das Abnehmen einstellen, was wir erstmal noch nicht machen mal. Also er versucht irgendwie dran zu kämpfen, aber am einfachsten ist auch das einfach, die Sorgen zu ertränken in zahlreichen Festmählern, die seine Vasallen auch teilweise machen. Teilweise auch er, aber vor allem auch seine Vasallen. Und bei all diesen Sachen läuft zumindest ein was gut in seinem Leben, nämlich das Geld fließt. Und um das Geld loszuwerden, würde ich sagen, rüsten wir unsere Armee aus und graden hier einmal alle ab. Das kostet gerade eben sehr, sehr viel monatlich hier, aber das wird bald wieder weggehen. Währenddessen wird unser zweiter Sohn erwachsen. Er ist damit 16 und jetzt bekommt er seine Titel. Er bekommt Nordmark und das Wilzenland. Und ist damit ein unabhängiger Graf. Und währenddessen machen wir anpassbare Traditionen. Und da habe ich natürlich jetzt sehr Ratsposten, denn einige Leute sind natürlich jetzt woanders hin. So. Aber hier haben wir auch jemanden sehr guten. Und auch hier finden wir jemanden. Ja, unseren Bruder hier zum Beispiel. Oder diesen Vasallen hier. Ich glaube, wir nehmen ihn hier. Aber ich sehe abgesehen, nämlich, dass wir hier noch jemanden deutlich stärkeren haben. Ich würde sagen, er wird. Wurde ich mir hat es ja eh versprochen, dass sie das macht. Also schon 60. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt zu überreden, dass es wohl auch besser ist, wenn er das hier übernimmt. Gut. Wahrscheinlich etwas inkonsistent diesbezüglich, aber egal. Gut, dann machen wir weiter. Jetzt schauen wir direkt mal rein, in die Nachfolge, wie das jetzt aussieht. Jetzt würde er hier würde weiterhin das Kujawien-Land Kujawien bekommen. Minsk würde an ihn gehen. Und Karatschew an ihn, okay. Das ist natürlich nicht gut, weil eigentlich hat er schon zwei Titel hier bekommen. Warum sollte er jetzt hier noch einen kriegen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Wenn ich allerdings an die zwei jeweils die auch ihre Herzogtümer verteile, müsste es eigentlich so sein, dass er hier keins mehr kriegt. Alle Kinder erben zu gleichen Teilen, ja. Oder ist es, weil er unabhängig ist? Dass er deswegen die Titel hier gekriegt hat, deswegen jetzt hier noch Anspruch auf Kujawien hat. Das wäre ziemlich fett. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Wenn ja, würde ich die Titel verteilen nach Kujawien hier vernichten, dieses Herzogtum. Aber dazu müssen unsere Kinder erstmal wachsen werden und nicht, dass du mir die ganze Zeit hier trinkst. Geh mal hier bitte auf fort. So, ja, unser Geld ist fast schon wieder da. Wir sind ein neuer Befehlshaber. Damit er hier danach auch gut ausgebildet werden kann. Das Reich von der Dwingen ist groß und wir haben die Wurs entdeckt. Sollen wir uns mal anschauen, was die können. Jetzt geht es um den Ritterstand als nächstes. Schauen wir mal, wo sind die Wurs? Noch ein Frühmittelalter-Sache. Ja, hier. Die Militärgebäude des Frühmittelalters. Oh, heißt das, wir können wieder ausbauen? Ja, das heißt das. Oder warte mal. Weil ja, die Kosten, okay, wir kriegen kompletten Kosten. Es gibt nämlich nicht zufällig nichts, nicht okay. Und dann haben wir auch wieder etwas zum Bauen. Wir können hier wieder ausbauen. Das hier können wir gleich ausbauen. Erweitern wir alles. Sehr gut. Also eigentlich hat es sich doch gelohnt, dass er hier jetzt was gemacht hat. Und es gibt sogar noch ein weiteres Herzogtum, das wir in der Theorie schaffen könnten. Denn hier hat jemand erweitert. Wir müssen ein Reich erweitert und können wir sie. Wir können sie nicht vassalisieren. Schade. Auch hier Thurau ist mittlerweile eingekesselt. Aber das ist eine Aufgabe von Masowien. Aber ihn könnten wir in der Theorie. Das ist unser. Für ihn können das machen. Erst. Obwohl, er hat jetzt. Achtung, er hat auf 2012. Ich würde sagen, das kriegt ihr auch alleine hin.
Und König Golding wird angegriffen. Das müssen wir uns anschauen. Montmorsobien ist ein Befreiungskrieg. Sprich, die Lehnsautorität wird verringert. Und wir schauen uns mal genau an. Es ist letztlich Masowien und Gotland, die hier versuchen, Krieg zu führen. Und die germanischen Städte helfen. 18.000 gegen 21.000. Das ist ziemlich viel. Und jetzt die Frage: Masowien ist unser. Ist nicht unser Bündnispartner? Ja, genau, es ist unser Bündnispartner. Aber es ist hier auch unser König. Und zu unser Schwager. Ich würde sagen, wir halten uns aus diesem Krieg raus. Da wir beiden Seiten irgendwo sympathisieren. Schauen wir mal, was passiert. Wer hat hier verloren? Okay, die erste Schlacht ging. Gegen ihn her? Nee. Zwei Schlachten geschlagen worden. Aber hier hat er bereits eine verloren gehabt. So, jetzt anschaut, unser nächster Sohn kann unterrichtet werden. Auch wieder von uns. Sehr gut. Währenddessen läuft hier ein Druckmittel aus. Vollkommen irrelevant, würde ich sagen. Ja, kann auch nicht viel ausgewonnen. Dessen ein weiteres Festmahl bei ihm in Sierras. Vielleicht werden wir endlich Freunde. Eine herzliche Begrüßung. Hier wird auf jeden Fall was vernichtet. Die haben ihn, also er könnte diesen Krieg ja tatsächlich gewinnen. 17 zu 16.000 sieht gar nicht so schlecht aus. In Borkholm wurde währenddessen gebaut. Können wir hier auch gleich ausbauen weiter. Ja, er geht natürlich ziemlich knapp mit der Kasse, aber wir wollen ja vorwärts kommen. Währenddessen können hier die Verlobten heiraten. Das machen wir auch. Und die Schwindsucht. Oh nein. Wir hätten die Schwindsucht. Uns geht es ein wenig besser, aber das ist, glaube ich, der Grund, warum wir jetzt die Gewichtsabnahme einstellen sollten, sonst geht das schief. Und es gibt Aufstände offenbar. Aber Leute, die Stress machen wollen in der Theorie. Aber es ist nur eine einfache Freiheitsfraktion hier, die letztlich Stress macht. Okay. Unsere Tochter wird erwachsen, die zweite. Ja, da hat sich die Freiheitsfraktion auch schon wieder aufgelöst. Sehr gut. So. Und sind die Armeen, das sind die anderen Armeen. Läuft gar nicht so schlecht, glaube ich. Unser Ratsmitglied ist verstorben. Ist der gute Herr ins Westen gewesen, glaube ich. Jetzt könnte unser Bruder hier, oder wir haben hier einen Vasall, der sehr mächtig ist. Ich glaube, das ist besser. Also wichtiger. Weil ich glaube, er hier ist gestorben. Ja. Ist ja 9 und jetzt ist das Ganze auch geteilt. 2045 könnt ihr vielleicht noch ihn erobern. Wäre eine Möglichkeit. Wissen wir, dass du das Typ überhaupt, okay? Wahrscheinlich auch nicht lange. Unser Sohn ist kein Herrscher mehr. Hier ist was passiert. Hier hat unser Spielererbe. War mal was? Warte mal. Wie ist er? An diese Graf, wie ist er überhaupt an? Warte mal. Er hat Mecklenburg, Berlin, Nordmark. Ich habe es an ihn vergeben und er hat eine Fraktion, irgendjemand hat eine Fraktion durchgesetzt, die ihn stattdessen auf den Thron bringt. Okay, wir haben also jetzt unseren Bruder hier, okay? Sehr interessant. Währenddessen geht es hier um die Feinheiten der Diplomatie und wir schauen, was passiert. Ich würfle eine 6 ist das. Er wird also geduldig und das überwältigt uns. Und hier wird wieder gewürfelt. Was passiert? Eine 3. Wir werden tatsächlich reizbar. Okay. Da bin ich mal anfangen und jetzt gibt es einige Sachen, die machen können. Wir können einmal auskeilen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben dabei unseren Ding hier erwischt und das machen wir auch immer, alle 3 Jahre, wenn das machbar ist. Und hier können wir jetzt, wir sagen, mal Botschaft machen. Wir wollen ja nicht hier freundlich bleiben mit allem. Aber das ist doch schon sehr extrem. Schauen wir mal, wie sich das auf die Nachfolge auswirkt. Er kriegt weiterhin das, das und das. Und er hier würde jetzt weiterhin das hier kriegen. Okay, das heißt, jetzt kriegt auf jeden Fall er hier Kujawien. Jetzt geben wir Kujawien hier auf jeden Fall ab. Wenn er sich das hier unter den Nagel reißt, also da sind wir eigentlich überhaupt nicht einverstanden, dass er hier das hier gemacht hat, weil es ja letztlich sein Ziel gewesen, wer auch immer das durchgesetzt hat. Wahrscheinlich aber entweder, weil er selber konnte es nicht durchsetzen, musste es letztlich
er zum Beispiel gewesen sein, oder er hier, oder er, na, er wird jetzt nicht gewesen sein, er auch nicht. Hier ist ein 41-Jähriger, wahrscheinlich waren es die zwei. Die dürfen nie mehr Macht gehabt haben, um so etwas durchzusetzen. Und wir bauen hier nochmal weiter aus. Sehr gut. Ja, den geht's wohl nicht ganz so gut. Oh, wir sind gestorben. Im Alter von 41 Jahren an Schwindsucht. Ja, und jetzt ist unser Reich wahrscheinlich ganzes Stückchen zerfallen. Mal schauen, was passiert. Also, Vaidas hat von Litauer hat den Geist ausgehaucht. Er starb an der Schwindsucht. War ein bezaubernder Mensch und berühmt für seine ausgefeilten Festbälle und grandiose Bälle. Das stimmt natürlich. Herzog Eckelis besteigt den Thron. Er ist eine schweigsame Person und es rechnet kaum jemand damit, dass er sich den diplomatischen Stingen gut schlagen wird. Okay, wir schauen mal. Was ist mit dem Reich passiert? Okay, wir haben hier jetzt den Herzog von Kujawien. Wir haben hier drüben das unabhängige Herzogtum von Minsk, wo unser Bruder regiert. Hier drüben ist das. Das hier gehört jetzt noch uns alles. Okay. Und hier drüben in Karatschew ist er jetzt an der Macht. Okay. Ich würde sagen, Legnica macht gerade absolut keinen Sinn mehr für uns. Obwohl, nee, sie ist auch nicht in unserem Rat. Ich würde sagen, ich kann hier nicht. Aber warte, ich glaube, ich muss sie ihr Vasall verleihen. Sie hier, genau. Wir geben sie letztlich zurück, weil es macht keinen Sinn für uns, dass sie hier unser Vasall ist. So, währenddessen sollten wir mal hier Litauer auf jeden Fall primär machen. Das ist klar. So, okay. Wir haben diese vier Dinger, wir haben das hier noch. Und wir haben hier noch zwei Stück. Okay. Er ist sechs. Was machen wir mit Berlin? Ich würde gerne Berlin abgeben und dann. Oder Wismar. Eigentlich würde ich beides abgeben. Ich sage, wir gehen an ihn hier. Gehen wir auf jeden Fall mit der Mecklenburg ab. Das war ja seins. Ja, dann behalten wir Berlin erstmal. Könnte man auch ausbauen. Warum nicht? Bauen wir hier direkt mal aus. Dann. Er ist ein Verwalter, okay. Er ist auf Architekt gegangen. Ja, dann machen wir hier auch weiter mit der Domäne. Finde ich gut. Dann haben wir angeblich zu wenig Champions. Ja, die haben wir alle unseren Hof verlassen. Scheint so. Wir haben eine Ratsspitzel, okay, interessant. Über Zahlen 10 erstmal, okay. Ist unser Hofarzt weg? Scheint so, unser Hofarzt ist weg. Haben unseren Hofarzt verloren. Nee, sie ist unser Hofarzt. Aber sie ist gut. Eignung schlecht. Naja, eigentlich nicht so. Wir müssen auf jeden Fall um sie. Obwohl, wir können sie einkerkern. Für. Also sie ist unzüchtig. Will ich sie. Eigentlich mag ich sie nicht so. Ich würde sagen, wir versuchen sie aus dem Weg zu schaffen. Mit ihr wollen wir eigentlich nicht arbeiten. Okay, wir haben auch noch keine Kinder. Interessant. Hier, das Schwert ist uns egal. Auch ist mir egal. Können Bündnis mit unserem Bruder aushandeln. Das machen wir, würde ich sagen. Ja, das sind wir schon dabei. Titelerben. Okay. Und über wenig Champions kümmern wir uns dann gleich noch. So, lass uns mal weiterlaufen. Okay, sie ist geflohen. Okay, was ist jetzt passiert? Wir haben die ganzen Baronien hier gekriegt, aber warum? Ah, ich weiß, ja, klar, wir haben keinen Ratsprediger, deswegen. Warum können wir keinen Ratsprediger zuweisen? Weil wir niemanden haben, der das machen kann, oder? Wir geben das mal. Ja, genau, okay, ja, verstehe, wir müssen letztlich. Aber jetzt haben wir an sie. Ja, sie hat jetzt alle Dinger hier. Wir können unsere Frau zur Arzt bringen. Warum nicht? Warum nicht? Sie ist nicht wirklich gut. Hier ist jemand, der durchschnittlich ist. Ich denke, damit können wir arbeiten. Gut, und dann würde ich sagen, wir laden einmal hier Champions ein.
Und schauen mal, was passiert. Kriegen wir hier... Nein, wir kriegen leider nicht das volle Geld. Beeinflussen wir natürlich hier mal. So, unser erster Champion ist da. Ein akzeptabler Kämpfer. Ja, ich weiß, wir sind schüchtern, aber wir brauchen die Männer. Und deswegen machen wir das einfach mal. Dann... Oh, hier sind noch Sachen. Oh, wir haben nicht mehr so viele Sachen hier. Interessant. Wir haben unser gutes... Unsere Sachen hier haben wir trotzdem, oder? Noch die Rekerskrone. Ja, die Rekerskrone sind noch bei uns. Oder gab es zufällig zwei Rekerskroniken? Er hat nichts. Er hat auch nichts. Okay, dann sind es noch die... Ich dachte, die Rekerskroniken werden krasser. Aber das sind 0,1 Prestige-Springen. Das ist ja gar nicht so viel. Wir haben einen Hofarzt. Was willst du uns mit dieser Nachricht sagen? Wir müssen aber reinschauen. Es gibt nämlich hier einen Aufstand. Katholischer Russenaufstand. Und dann auch unsere Gebiete beteiligt. Nicht unsere ehemaligen Gebiete. 9000 gegen 2000 Eich. Hey, kämpft auch als Verbündeter mit. Dann schützen wir diesen Krieg. Es sind den Krieg hier, scheint auf jeden Fall souverän zu gewinnen. Hier können wir noch Leute ausheben. Ich würde sagen, machen wir das. Ich weiß nicht. Wir haben einen Sohn gekriegt, Golding. Sehr gut. Warum habe ich nur so wenig Geld? Ja, wir haben nämlich einige Vasallen verloren, klar. Sinn. Das heißt auch, wir können nicht mehr unser komplettes Heer ausfinanzieren. Wir können das Kriegsvolk aus. Ja, dafür reicht's. Dann schicken wir unsere Männer hier runter, um diesen Volksaufstand zu bekämpfen mit. Ekstatische Bauern. Ja, wir nehmen die Geschenke erstmal huldvoll an. Wir sind ja nicht gierig, so. Wir sind einfach nur faul, schüchtern und ungeduldig. Das wird auf jeden Fall ein witziger Charakter, glaube ich. Warte mal. Unser Hauptbesitz ist aber noch über mir, oder? Ja. Müsste. So, aufeinanderprallen der Kulturen. Die meisten die einfachen Menschen, die in Grafschaft von Berlin leben, stammen aus der polarischen Kultur. Ich bin stolz auf ihre Tradition, es gefällt ihnen gar nicht, dass sie einen Fremden haben. Ja, also ich meine, wir können ihnen zeigen, dass wir hier Dinge sind. Vielleicht. Schade, sie weigern sich. Es wäre tatsächlich so ein Punkt zu sagen. Ich sehe aber eine Kulturakzeptanz für. Wir müssen hier noch unseren Rat anpassen, Alter. Sowas hier geht ja gar nicht. Hier 17. 22, das scheint zu passen, würde ich sagen. Da schaut sich mal nach. 11, hier können wir auf 13 gehen, das ist besser. Und statt sie können wir... Ne, dann passt sie hier doch ganz gut rein. Okay, sehr gut. Passt das soweit? Sehr schön. Unsere Armeen sind noch nicht so weit. Wir können welche hier hinziehen. Ah, ein weiterer Mann ist da. Um den wir uns hier kümmern können. Akzeptabler Kämpfer. Importieren wir ihn. Ein Bauchholm wurde gebaut. Sehr gut. Nehmen Sie den Krieg gewonnen. Ich meine, wir sollten dem Krieg natürlich auch offiziell beitreten. Kriegsbeitritt anbieten. Obwohl, wenn wir jetzt noch nicht Anspannung kriegen, dann treten wir ihm nur inoffiziell bei. Wir unterstützen, ohne zu helfen. Wir helfen hier aber. Sehr gut. Ein weiterer Champion ist da. Boah, 95, das ist echt teuer, aber wir brauchen gute Männer. Und wir können von unseren Glauben. Naja, wir sind gläubig jetzt. So, wir sagen, wir greifen hier an. Oder wir können auch hier angreifen. Wäre wahrscheinlich sogar besser, wir kriegen einige Boni. Machen wir das, wenn wir diese Schlacht. Und mit plus 50. Okay, ist jetzt jemand verwundet, aber
Unser Vasall von Werner hält einen Anspruch auf das Herzogtum von Wilsenbrot. Das ist nicht gut. Schaut euch mal diese Schlacht an. 250 zu 8000. Wenn das nicht mein Ding ist, die in die Geschichte eingehen wird, hat er hier wirklich sehr hervorragend gearbeitet. Währenddessen machen wir hier mal Verteidigungsplanung. Können sie zum Auflösen. Ihr seid den Krieg gewonnen. Und dieser Herr hier in Werle, der ist wirklich sehr stark. Müssen. Ah, okay, er ist hier halt auch. Wir können statt ihr, aber es. Ja, es ist schwierig. Wir müssten dann hier eine Ringel reinmachen. Er würde Ratsmarschall werden, er hier würde Ratskanzler werden. Ja, eigentlich in der Theorie können wir das jetzt schon machen. Werfen wir letztlich die alte Frau hier raus. Das ist eine machtpolitische Sache, die getätigt werden muss. Damit er hier zufrieden ist, wir mögen eigentlich nicht, aber er muss zufrieden sein. Mehr Kontrolle wurde erledigt hier. So, noch wichtig. Nein, dann kann ich bitte Befehlshaber ausbilden. Wenn es bitte ich hier weitermachen. Wir sind in Entwicklung 32 aktuell. Und können bekehren. Hier oben ist eine nicht unserer Kultur folgende Grafschaft, das ist nicht gut. Und hier, ja, für das auf jeden Fall. Warnen wir Graf Ekelis. Ich weiß nicht, ist nichts Wichtiges. Wir sind faul und so. Was mich mal kurz interessiert. Warte mal, wir gehen mal kurz auf. Okay, wir kriegen durch unsere Frau fast 3 Gold mehr. Das ist wichtig. Das ist echt cool. Auch echt wichtig. Da wurde ein Schwert vernichtet, aber das juckt uns nicht mehr. Wir werden den Krieg gerufen von Kujavien gegen Sieradas und Lenziker. Das sind seine Vasallen. Ja, also wir schicken unser Kriegsvolk. Greift nicht ohne uns an. Zu spät. Okay, gut. 3.200 gegen 5.000. Das ist eine große Menge, aber wir scheinen das tatsächlich gewinnen zu können. Okay, was passiert? Wir würden Vormund von unserer Cousine werden. Okay, ja, warum nicht? Allerdings würde ich hier. Okay, er will uns hier angreifen. Aber wir können hier zurück. Okay. Dann soll es so sein. Eine sehr, sehr ausgeglichene Schlacht. Komm uns zu Hilfe. Was machst du denn? Was tust du? F ist. Ach du Heilige. Ach du Heilige, wir kümmern uns um dieses Mädchen. Eine 2 würfeln wir, sie wird ehrlich. Okay. Wir haben diese Schlacht verloren. 9, aber mit deutlich höheren Verlusten beim Gegner. Und sie haben 2 Ratsmitglieder verloren. Wir können sie wieder einsetzen. Und hier setzen wir. Ja, es gibt hier keinen. Auch die Kamera wird das eher übernehmen. Wir sitzen jetzt in Rostock. Ein 2-jähriger Junge. Ja, geil. Ja, das wird er natürlich hier vernichtet. Ja. Ne, gut. Stellen uns mal dahin. Mal schauen, was passiert. Wir werden hier auf jeden Fall gut versorgt gleich. Dann, wir ziehen jetzt mal wieder zurück. Hier zum Beispiel. Müssten ja hier Truppen kriegen. Ne, wir kriegen eigentlich keine Truppen. Wir müssen uns ziehen in unser Territorium hier. So, einmal hier über Rinz. Wir können auch in Rinz stehen bleiben in der Theorie. Vielleicht, weil da hätten wir Verteidigung einer Furt hier. Ah, das mögen sie nicht. Doch, sie kommen doch. Hier verteidigen wir uns und diesmal gewinnen wir auch die Schlacht. Sehr, sehr wichtig. Er hat noch keinen Truppen wieder dastehen, aber hier haben wir wieder eine großartige Schlacht geschlagen. 400.300. Sehr, sehr gut. Ah, noch, er hat wieder Truppen. Dort stehen sie. 400 Mann hat er bereits wieder. Los geht's. Es sind sogar 3, was ich dachte, es sind nur 2. Venon hat sich hier noch angeschlossen. Ah ja. Ist immer noch nicht beeinflusst. Echt schrecklich. Wir können einen Hofarzt anrichten. Wir haben auch einen. Ne, wir haben keinen. Wir haben sie. Ach du Heilige. Ich habe mein Erzeugwart ausgewechselt. Aber den Hofarzt nicht ausgewechselt. Ach du Heilige.
Ja, wird sie das übernehmen? Das Verhältnis ist nicht gut. Aber sie wird es hoffentlich schon machen. Sie wird auch das Herzogtum Smolensk hier drüben schaffen. Warum sollten wir? Dann könnten wir Krieg erklären. Wir könnten eine Theorie ausbauen, in der Praxis fehlt uns. Aber in der Praxis fehlt uns allerdings das Geld. So. Tausendmal lieber ist noch da. Er muss fliehen. Das schafft er längst nicht rechtzeitig. Und wir dürften. Ja, kommen wir auch nicht rechtzeitig hin. So, Steinmetz-Angelegenheiten. Eine Zunft von Steinmetz hat sich in Öland niedergelassen. Okay. Ich würde sagen. Wir sind auf jeden Fall zu faul dafür. Soll sie das machen? Wir würden hier direkt von vornherein angegriffen werden. Schauen wir mal. Unser Sohn wird nachdenklich, okay. Hey, ich hab's geschafft. Sehr gut. Können wir in Öland demnächst wieder gut ausmachen. Bockholm eigentlich. Frage, ich glaube, ich benenne das hier mal um in Öl. Öland. So. Dann stört mich das nicht mehr. Jetzt komplett. Genau, jetzt ist perfekt. Wir haben Schlacht gewonnen, offenbar. Habe ich zwar nicht darauf geachtet. War wieder eine solide Schlacht. Sehr gut. Hier möchte jemand wieder. Palast möchte das? Nein. Wir lehnen natürlich ab. Unsere Frau ist schwanger. Sehr gut. Wir haben wieder zu wenig Champions. Können eigentlich mal schauen, wer ich hier Gefangene haben. Ihn zum Beispiel. Ein doch akzeptabler Kämpfer. Würde jetzt für uns kämpfen. So. Wir werden die Schlacht auf jeden Fall hoffentlich wieder gewinnen können. Wir haben halt nur Special-Truppen, bei denen halt anschauen. 300, 300, 300, über 1000 nur Aufgebote, demnach gewinnen wir diese Schlacht dann jedes Mal klar. Weiß ich wunder warum. Ja, wir haben nur wenige Champions, wir haben uns die Champion gestorben. Ja, hier ist wieder eine gestorben. Aber wieder eine großartige Schlacht. Und wieder haben wir einen Gefangene genommen. Die wir rekrutieren können und für uns kämpfen lassen können. So. Wir haben nicht genügend Truppen. Okay, jetzt haben wir wieder genügend Truppen. Komisch. Bogenborn ist entdeckt. Fortschrittliches Bogenborn. Oh, das ist interessant. Das müssen wir uns anschauen. Es gibt jetzt Armbrustschützen. Die werden natürlich dann auch austauschen gegen unsere hier, gegen die hier. Rohschlosser 50, 16, 10, 10. Wenn wir anschauen mit denen hier, wenn wir mit die hier Armbrustschützen sind, 68, 21. Auf jeden Fall besser. Wir haben ja nicht nur diese Schwachmuskeln, wir haben eigentlich unsere Special-Punkt-Schützen ja. Aber die Armbrustschützen sind noch stärker. Dann ist allerdings keine Verfolgung und keine Abschirmung. Was ist das hier noch? Bald und Tiger. Vielleicht sind die aber doch besser. Ah, ich würde sagen, wir bleiben doch. Wir bleiben unseren Bogenschützen. Ich muss erstmal kurz hier wieder Männer regenerieren. Und wir haben einen weiteren Vorzug. Sehr gut. Bauen wir jetzt stark dran, die professionelle Arbeitskräfte, nachdem wir das jetzt hier in Öland auch so hatten. Da bauen wir jetzt auch gleich mal ein bisschen aus. Wenn wir hier noch die zusammenwirkenden Steinmetze haben, bis 1296, ist aber ziemlich lang. Das wird für 20 Jahre, kann das sein? So, dann kriegen wir gut Männer drauf. Sagen wir, ziehen den Gegner einfach hier entgegen. Ich hoffe, er bricht die Belagerung nicht ab. Wir schlagen die Armeen. Hier direkt. Sehr, sehr gut. Müsste einen herausragenden Sieg geben. Unser Ruhm ist weiterhin bekannt. Abweg. Wir kriegen einen neuen Mann. Haben wir auch sehr gut gebrochen. Und eine weitere Tochter. Sehr, sehr gut. Schauen wir uns an die Schlacht. 2 zu 1. Okay, das ist ein zweiter Ding noch gewesen. Aber hier 83 zu 1600. Ah, gegen ihn hier. Sehr gut. Nachziehen wir nach Velun und kümmern uns darum.
Ah, der Sieg ist schon gewonnen. Sehr gut. Das heißt doch, dass er hier jetzt wahrscheinlich eingekerkert wird. Oh, er hat schon übernommen. Und ein Artefakt zu verlangen werden, das noch natürlich nicht. So. Und ich sehe, die Zeit ist um. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat diese Folge wieder gefallen. Wenn ja, schreibt mir das Ganze auch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.